Abend begrüße ich euch alle recht herzlich zur Veranstaltung Pulverfass Ukraine. Dazu haben wir den Referenten eingeladen, Herrn Boris Kumno. Kumno ist Religions- und Osteuropawissenschaftler. Und ich hoffe, dass er uns vielleicht zu dem ganzen Thema, was sicherlich viele berührt und wozu sich wahrscheinlich sehr viele Leute momentan Gedanken machen und beschäftigen, weil das ja auch durch die Medien geht, teilweise einseitig durch die Medien geht und man von allen Seiten irgendwie mit verschiedensten Informationen bombardiert wird, hoffe ich, dass wir vielleicht heute Abend durch die Veranstaltung ein bisschen mehr Informationen, ein bisschen breiteren Einblick in die Lage und in die Hintergründe dieses Konflikts bekommen. Ich bin von Haus aus Religionswissenschaftler, habe mich mit der Religionsgeschichte, und jetzt wird es schon schwierig, des Raums beschäftigt, der in der Vergangenheit Sowjetunion hieß und der sich heute ja nicht mehr im Rahmen einer Staatenbeschreibung fassen lässt. Ich habe mal versucht, den Begriff Post-Sowjetia zu benutzen, um dieses Gebilde zu erfassen, wo es sowohl bestimmte Kontroversen, Widersprüche als auch Gemeinsamkeiten gibt. Auf jeden Fall ist ein wissenschaftlicher Zugriff auf den gesamten post-sowjetischen Raum weiterhin wichtig und relevant. Und als ich Seminar an der Universität zur Religionsgeschichte, ja, jetzt kann ich es wieder schwer sagen, dieses post-sowjetischen Raums und darstellen wollte, hatte ich sozusagen terminologische Schwierigkeiten, auch mit den anderen Kollegen. Am Ende kam Religionsgeschichte Russlands raus, womit ich nicht sehr zufrieden war. Das zeigt aber auch ein Problem der Wahrnehmung, die es bei uns gibt, nämlich, dass sozusagen, wenn von den Nachfolgestaaten der Sowjetunion gesprochen wird, dann immer zuallererst an Russland gedacht wird. Kontinuitätslinien bestehen ja zweifellos und auch die Rechtsnachfolge. Dennoch halt ist es auch eins meiner Anliegen, zu differenzieren, den Fokus auch auf die Ukraine selbst zu lenken, ohne diese komplizierten historischen Verquickungen auszuklammern. Dennoch stehe ich hier eigentlich vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe, auch deshalb, weil es sich bei diesem Konflikt um etwas handelt, was auch bei uns sehr starke und ich möchte sagen identitäre Auseinandersetzungen ausgelöst hat. Bestimmte Reaktionsmuster, die ja auch vielleicht vorher schon vorhanden waren, brechen mit besonderer Deutlichkeit hervor, wie zum Beispiel russophobe Statements. Andererseits habe ich persönlich auch erlebt, wie Menschen sehr, sehr explizit für Russland positioniert haben in diesem Konflikt. In einem Fall war es auch interessant, weil ein Kollege, ein Professor, mitten in seinem sehr emotionalen Statement aufhörte, über Russland zu sprechen, sondern die Rede mitten in der Rede fortsetzte und immer über die Sowjetunion sprach. Also das markiert für mich eine Problematik, die oftmals eben mit der Rückkehr der Klischees des Kalten Krieges in Verbindung gebracht wird. Ich möchte das auch nicht ganz zurückweisen. Ich denke aber, dass diese Rückkehr zu den Klischees eben auf komplexe Weise zu uns wiederkommt. Also einmal in einer über die Identifikation meinetwegen mit dem Westen oder mit dem Europa, im Rahmen dessen Russland zum Beispiel nicht gedacht wird. Andererseits eben auch mit einer Überidentifikation mit Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion. Als Einleitungsbild habe ich ein älteres Bild gewählt, und zwar aus dem Jahre 1919. Das ist ein Propagandaplakat der Ukrainischen Volksrepublik. Ich werde diesen Begriff noch ein paar Mal nennen, Ukrainische Volksrepublik, werde aber diese Zusammenhänge nicht umfassend darstellen können. Das Interessante an diesem Plakat ist, dass es eine Konstellation zeigt, die auch heute so von einem Teil der Menschen, der Konfliktparteien, der in die bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen, in die politischen Konflikte einbezogenen Individuen auch so ähnlich wahrgenommen wird. Wir sehen hier die Mutter Ukraine, wir sehen den zweiköpfigen Adler, der für das russische Imperium, für den russischen Imperialismus steht. Und heute ist es übrigens ja wieder ein in Russland gebräuchliches Symbol, das russische Wappen. Der versucht, diese Mutter Ukraine an dem Ärmel zu sich zu ziehen. Und sie, ich weiß nicht, ob sie ihm auf die Gurgel zielt, auf jeden Fall hält sie das Messer gegen ihn. Unten steht: Fremdes will ich nicht, aber meines gebe ich nicht her.
also auf Ukrainisch. Und ja, das ist eine interessante Frage. Man könnte sie auch aus dem Kontext des Plakates ein bisschen rausnehmen und fragen, was ist hier das eigene, was ist das Fremde, wer sind wir, wer sind die anderen? Um diese Fragen dreht sich der Konflikt, der nicht nur deswegen stattfindet, weil es verschiedene Interessen in einer globalen Auseinandersetzung von Staaten gibt, um Vormachtstellung, sondern auch, weil es viele innere Konflikte innerhalb der Ukraine oder innerhalb des postsowjetischen Raums gibt. Das ist die Ukraine, wie sie uns geografisch bis vor kurzem entgegentrat. Diese Karte zeigt die territorialen Erweiterungen der Ukraine im 20. Jahrhundert. Im Folge der Auseinandersetzungen während des russischen Bürgerkrieges und des polnisch-sowjetischen Krieges entstand eine sowjetische Ukraine, die aber nicht das gesamte Gebiet umfasste, in dem Menschen, die ukrainisch sprechen und sich teilweise auch als Ukrainer identifiziert haben, lebten. Diese Grenze, die wir hier sehen, diese grüne Grenze, die also grün verdickt ist, das ist zwischen 1920 und 1939 die Ostgrenze der Sowjetunion und die Westgrenze des multinationalen Polens, in dem viele Ukrainer lebten. Die Geschichte dieses westlichen Teils, es begegnet uns ja auch immer in den Medien als Westukraine, ist in sich nochmal sehr komplex, weil wenn wir in der Mitte ungefähr dieser dunkelgrünen Fläche eine Linie ziehen, ist der südliche Teil über 300 Jahre ein Teil von Österreich-Ungarn gewesen. Ein österreichisches Kronland, was zum Schluss Galizien und Lodomerien hieß. Auf die Bukowina kann ich jetzt nicht eingehen, es gibt noch weitere Territorien. In diesem Gebiet ist es zu bestimmten besonderen Entwicklungen gekommen. Insbesondere hebt es sich durch die religiöse Anhängerschaft seiner Einwohner ab und ist auch ein spezifisches Feld der Aktivität eines ukrainischen Nationalismus, den man vielleicht auch als im engeren Sinne westukrainischen Nationalismus beschreiben könnte. Weitere Gebiete, wie zum Beispiel die 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg zur Ukraine hinzugekommene Transkarpatenrus, gehörten historisch zum österreich-ungarischen Reichsteil Ungarn und später zur Tschechoslowakischen Republik. Durch eine Volksabstimmung kam dieses Gebiet, das auch überwiegend von Menschen ukrainischer Nationalität bewohnt ist, zur Sowjetukraine. Allerdings betrachten sich heute nicht alle Bewohner, nicht alle slawischsprachigen Bewohner als Ukrainer. Ein Teil davon versteht sich als Russinen und als eigenes, als viertes ostslawisches Volk. Zu den Ereignissen des polnisch-sowjetischen Krieges ist vielleicht noch mal zurückzukehren. Vor dem polnisch-sowjetischen Krieg war ein kurzlebiger ukrainischer Nationalstaat entstanden, die Ukrainische Volksrepublik, die sozusagen in zwei Phasen existierte. Ihr Zentrum war Kiew. Sie musste sich mit anderen Bürgerkriegsgegnern im Bürgerkrieg auseinandersetzen, mit der Roten Armee, die Sowjetrepublik Ukraine mit dem Zentrum in Kharkiv vertrat, mit der Weißen Armee, die im letzten Jahr 1920 ihren Schwerpunkt auf der Krim hier im Süden hatte, und auch mit den Anarchisten, die in der Ukraine einen eigenen Staat oder sagen wir mal ein eigenes politisches Gebilde, nämlich Gulai Polje, das freie Feld, aufgebaut haben. Diese Region befindet sich etwa hier, man könnte sagen, westlich von dem heutigen umkämpften Gebiet der Donetsker Volksrepublik. Es ist also nicht so, dass es für das gesamte Territorium der Ukraine eine Kontinuität dieser ukrainischen Volksrepublik ist, aber auf sie nehmen viele nationalistische oder auch konservative ukrainische Politikerinnen und Politiker verschiedener Provenienz Bezug. Diese Grenze von 1939, auf die ist nochmal spezifisch einzugehen, die entstand infolge des Hitler-Stalin-Paktes und infolge der Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges. Deutschland besetzte den westlichen Teil Polens, die Rote Armee besetzte die östlichen Gebiete, in denen aber nicht nur Ukraine, sondern natürlich auch Polen, Deutsche vor allen Dingen, aber auch viele Menschen jiddischer Sprache mit jüdischem Background lebten. Diese Situation ist natürlich nach der Shoah und nach dem Holocaust so nicht mehr gegeben. So,
Schließlich, bei dieser Karte gehe ich noch auf einen Aspekt ein, das ist die Krim 1954. Ein bisschen später werde ich noch euch davon eingehen. Im Rahmen der Entwicklung der sowjetischen, staatlichen Strukturen hat die Krim bis 1954 nicht zur Ukraine gehört. Das ist auch ein Gegenstand politischer Auseinandersetzungen und von Legitimationsprozessen, die es auf den verschiedenen, von verschiedener Seite jetzt in dem aktuellen Konflikt gibt. So, wenn wir von der Ukraine sprechen, wird, das deutete sich, glaube ich, auch schon in der Karte an, und ich werde nachher noch eine Karte zeigen, die das noch stärker illustriert, ist von einer Bipolarität oder Dichotomie die Rede. Jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen diese Perspektive noch in Frage und sprechen eher von einer polyzentrischen Ukraine oder einer Ukraine der verschiedenen Regionen, auch weil der Begriff Bipolarität sich in verschiedenen Bereichen ganz unterschiedlich sozusagen manifestiert, im politischen Bereich anders als im religiösen Bereich, im sprachlichen Bereich nochmal anders. Das versuche ich hier im Rahmen dieser, sagen wir mal, Darstellung der Voraussetzungen des Konfliktes auch nochmal aufzunehmen. Diese Karte wollte ich gern zeigen. Das ist eine Karte aus dem Jahr 2010 und es zeigt vor allen Dingen die politisch gespaltene Ukraine bei der Wahl des nun gestürzten Präsidenten Janukowitsch. Der trat gegen die Timoschenko, auch die Verliererin der aktuellen Präsidentschaftswahlen, an. Diese Karte ist nicht nur interessant, weil sie uns sozusagen eine sehr, in dieser Form selten in Europa wahrnehmbare politische Polarisierung im Rahmen von Regionen zeigt. Sie ist auch interessant, weil sie ganz viel ältere historische Grenzen zeigt. Ich hatte vorhin diese Karte der Erweiterung der Gebiete dargestellt. Auf dieser Karte sieht man lustigerweise sowohl die Grenze des Gebietes, was zur Tschechoslowakischen Republik einst gehörte. Man sieht hier die Grenze Galiziens, die polnisch-sowjetische Grenze, die zu bestimmten Zeiten gekommen ist. Natürlich, darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, auch die Grenze des Donetsk-Gebietes, eines der wichtigsten Industriegebiete des alten russischen Imperiums und auch der Sowjetunion. Gleichzeitig markiert diese blaue Farbe, also wo sich Janukowitsch durchgesetzt hat, auch das Gebiet des sogenannten Neurusslands. Neurussland hat, dieser Begriff klingt ja ein bisschen merkwürdig, russozentrisch ist er vielleicht auch ein wenig, markiert aber die Teile der südlichen Ukraine, die erst nach Katharina II. Von slawischer Bevölkerung und auch von anderen Bevölkerungsgruppen, da waren auch Deutsche, Bulgaren, Albaner und so weiter, Griechen dabei, besiedelt wurde. Vorher gehörten diese Gebiete, überwiegend standen sie unter Kontrolle des wichtigsten Staates auf dem Gebiet der heutigen Südukraine, nämlich des Krimkhanats bzw. des Osmanischen Reiches. Also historisch ist auch hier sozusagen ein Gebilde zu erkennen, was sich erst seit den Zeiten von Katharina II., also im 18. und 19. Jahrhundert, so entwickelt hat. Natürlich hatten die Ukrainer, genauso wie Menschen russischer Sprache, die können übrigens auch Ukrainer Russisch sprechen, viele Ukrainer sprechen auch ausschließlich Russisch, haben einen großen Anteil an Besiedlung dieses Neurusslands. Ich will jetzt also nicht irgendwelche historischen Ansprüche legitimieren, sondern nur diese historischen Prozesse sichtbar machen. Die Sprachfrage ist eine, die äußerst brisant ist und eigentlich zum Auslöser der eigentlichen bürgerkriegsartigen Ereignisse geworden ist. Natürlich sozusagen nicht in der Zuspitzung, wie wir sie im Augenblick vorfinden. Und sie war aber eine der Legitimationsfaktoren, die Implementierung der Krim in die Russische Föderation rechtfertigten. Ich habe hier eine Karte ausgewählt, die aus dem Jahr 2003 ist. Das ist also mehr als 10 Jahre her und stellt statistisch gesehen eine Mittelphase zwischen dem Ende der Sowjetunion und der heutigen Zeit dar. Ich kann ja nicht mehr alle kyrillisch lesen. Die gelben, mit gelb zu erkennenden Gebiete werden beschrieben, dahingehend, dass dort der Gebrauch der ukrainischen Sprache überwiegt. Ich weiß nicht, wie man diese Farbe beschreiben kann, grau, blau, markieren das Gebiet, in dem überwiegend Russisch gesprochen wird. Hier steht auch Ruski, also das sind diese Zahlen, die wir hier sehen. Die grünliche Farbe stellt eine relative Dominanz des Russischen dar. Diese Karte ist aber auch deswegen interessant,
weil sie noch ein anderes Phänomen zeigt. Also wer Kyrillisch lesen kann, liest hier zwischen Ruski und Ukrainski den Begriff Surjik. Surjik ist die, sagen wir mal, die Mischsprache zwischen Ukrainisch und Russisch. Linguistisch auch ein schwer zu beschreibendes Phänomen, aber als gesprochene Sprache in der Praxis eine lebendige Geschichte in der Ukraine. Das führt angesichts der Konkurrenz der beiden Sprachen als Standardsprache, Ukrainisch und Russisch, dazu, dass zum Beispiel Menschen, die aus dem östlich-zentralen Gebiet kommen und zum Beispiel in eine russischsprachige oder ukrainischsprachige Schule gehen, Probleme haben, sich an eine der beiden Standardsprachen zu orientieren. Es gibt sozusagen auch eine Art Sprachverwirrung in der Ukraine, die dadurch verstärkt wird, dass natürlich beide Seiten, die Anhänger der russischen Sprache und der ukrainischen, auf den Standard ihrer Sprache beharren. Aber das spiegelt nicht die gesamte sprachliche Situation, die es schon immer in der Ukraine so gab oder die, sagen wir mal, sich dynamisch entwickelt hat, aber immer diese Übergangszonen berücksichtigt hat, spiegelt das nicht wider. In letzter Zeit gab es dann auch Diskussionen darüber, dass das ukrainische Russisch auch als eigene Sprache in diesem Zusammenhang profiliert werden kann. Also bestimmte Akteure des Ostens und Südens, die eher auf Kiew orientiert sind, schlugen vor, das ukrainische Russisch als eigenen Schriftstandard zu beschreiben und es vom Standardrussischen, wie es in Moskau, Rostow oder wo immer gesprochen wird, abzugrenzen. So. Eine Karte, die nicht unproblematisch ist, die das durchschnittliche Jahreseinkommen in den verschiedenen Regionen darstellt. Insofern ist in gewissem Sinne wirtschaftliche Prosperität abgebildet, aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Das war im Jahr 2007 oder 2008 vor der Krise. Diese Karte habe ich deswegen ausgewählt, um deutlich zu machen, dass in den Gebieten der östlichen Ukraine neben den Kiew, was dort oben zu erkennen ist, das eigentliche Wohlstandszentrum der Ukraine sich befindet oder befand. Der Westen, von dem ja viel gesprochen wird, die westlichen Gebiete, sind eher weniger entwickelt, also trotz Aufbau bestimmter Produktionszweige in der sowjetischen Zeit, des Buswerkes in Lviv und so weiter. Hier befindet sich die alte sowjetische Luftfahrt- und Fahrzeugindustrie, auch die Rüstungsindustrie der Ukraine, die neben der Landwirtschaftsproduktion die sozusagen den wichtigsten Exportfaktor der Ukraine darstellt. Nicht nur Russland ist einer der größten Rüstungsexporteure. Die Ukraine hat insgesamt einen relativ kleinen Exportumfang, aber exportiert zum Beispiel Hubschrauber, Panzer. Libyen ist eins der Empfängerländer gewesen, was jetzt sofort einfällt. Also nicht in die Länder des westlichen Blocks. Ich glaube auch Indien zum Beispiel gehörte zu den Empfängern der Rüstungsgüter. Hier im Westen befinden sich auch die Bergbauindustrie, die überwiegend in den Händen des Oligarchen Asarow sich befindet, der, als die Partei der Region noch existierte, einer der wichtigsten Finanziers dieser Partei war. Mein zweiter Punkt nähert sich noch weiter den aktuellen Ereignissen, greift aber auch historische Sachen auf. Wenn ein solcher Konflikt stattfindet, das haben wir zum Beispiel im Jugoslawien-Konflikt gesehen, spielen verschiedene Narrative, verschiedene Deutungen der Geschichte, die miteinander konkurrieren und sich in der Regel komplett ausschließen, eine wichtige Rolle. Das ist die ideologische Grundlage, die Leute motiviert, mit Waffen aufeinander loszugehen. Deswegen stelle ich diese Aspekte dar. Ich meines Erachtens wird das bei uns in den Medien praktisch nicht reflektiert, beziehungsweise man kann sie auch nicht nur dafür verantwortlich machen, aber es gibt gar keinen Raum dafür, diese Dinge zu diskutieren. In der Ukraine ist die Frage, wer sind unsere Helden, eine der zentralen Konfliktfragen. Eine Konfliktfrage, die auch dazu führen kann, dass man aufeinander einschlägt, wie das zum Beispiel regelmäßig in der Rada gewesen ist, wo die berühmt ist für ihre Prügeleien, als auch, dass man aufeinander schießt. Deswegen sind das jetzt auch keine banalen Sachen, sondern sehr gravierende Dinge, von denen ich jetzt sprechen werde. Trotzdem ist es auch kompliziert. Ich bitte darum, sich ein paar Fragen vorzumerken. Wenn es ganz unverständlich wird, muss ich darum bitten, auch dazwischen zu fragen, deutlich darauf aufmerksam zu machen. Wir sehen hier den orangen Präsidenten Juschenko, den Vorgänger von Janukowitsch, der durch die orangene Revolution, die sogenannte orangene Revolution, an die Macht gekommen ist und dann sang- und klanglos mit Popularitätszahlen unter 5% seine Dienstzeit beendet hat. Er befindet sich in Paris und legt einen Blumenstrauß an das Grab
von Simon Petlura nieder. Einer der Helden, auf die er Bezug nimmt. Simon Petlura war einer der Führer oder die Identifikationsfigur der ukrainischen Volksrepublik, von der ich vorhin gesprochen habe. Also eines von, ja, ich will nicht zu viel Verwirrung sorgen, aber von nationalen ukrainischen Sozialisten getragenen Staates. Durchaus also eine linke Partei, aber mit sehr ausgeprägtem Verständnis und Bezug auf ukrainische Werte und wie auch immer. In dem Mahlstrom zwischen den schwarzen, weißen, roten und den polnischen Truppen ging die ukrainische Volksrepublik zugrunde. Simon Petlura floh nach Paris, wurde dort von einem ukrainischen Anarchisten jüdischer Herkunft ermordet. Es war ein Attentat, was damit begründet wurde, dass die Truppen Petluras, die Sechers Schützen, die Truppen der Volksarmee, dass sie Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung vorgenommen haben. So, er ist nachträglich zum Held der Ukraine unter Juschenko ernannt worden. Hier sehen wir etwas, was noch stärker in der Diskussion ist und sozusagen sehr eng in Verbindung gebracht wird mit Rechtsradikalismus, mit ukrainischem Neonationalsozialismus. Es ist ein, ja, wir haben hier in Leipzig auch solche Schilder, ein Straßenschild, ein Werbeschild. Es erinnert an einen Jahrestag, 1942 bis 2007, ein 65. Jahrestag. Dort steht, es lebe die UPA. Die UPA ist die ukrainische Rebellenarmee, die ukrainische Widerstandsarmee, die ukrainische aufständische Armee. Dankeschön. Aufständische Armee, eine Organisation, auf deren Entstehung ich kurz eingehen muss. Es ist eigentlich noch ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt ein bisschen linear erklären muss, weil es gab verschiedene konkurrierende Strömungen der ukrainischen Nationalbewegung, die ihren Schwerpunkt nicht in der Sowjetukraine, sondern in die damals bis 1939 zu Polen gehörenden ukrainischen Raum hatte. Der Geheimdienst Nazi Deutschland hat in den 30er Jahren engen Kontakt zur ukrainischen Nationalbewegung aufgenommen. Und als die deutschen Truppen 1941 in die Ukraine einmarschierten und schnell vorstießen, waren auf ihrer Seite innerhalb von deutschen Einheiten als Söldner viele der ukrainischen Nationalisten organisiert. Es gab verschiedene Einheiten, die nach ihren Oberhäuptern benannt wurden, zum Beispiel, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ein Regiment Nachtigall, das kann aber nachgeguckt werden. Diese Gruppen kämpften an der Seite der deutsch-faschistischen Truppen, beteiligten sich auch an Massakern, an verschiedenen Bevölkerungsgruppen, insbesondere auch an antijüdischen Pogromen bzw. an Vernichtungsaktivitäten. Als aber erkennbar wurde, dass das eigentliche Anliegen der ukrainischen Nationalisten, nämlich die Schaffung eines souveränen ukrainischen Staates im Bündnis mit den Deutschen nicht möglich war, verließen 1942 größere Gruppen dieser Nationalisten die deutsche Armee, gingen in die Wälder und begannen einen Partisanenkrieg. Dieser Partisanenkrieg richtete sich gegen alle anderen Parteien des Zweiten Weltkrieges. Er wurde geführt gegen die polnische Armia Krajowa, denn in dieser Region lebten viele Polen und existierten auch der polnische Widerstand war dort vorhanden. Er richtete sich gegen die sowjetischen Partisanen, die prosowjetischen Partisanen, die es in dieser Region ebenso gab, und er richtete sich auch gegen die deutschen Truppen. Es wird viel diskutiert, in welchem Anteil eigentlich die UPA gegen diese verschiedenen Gruppen kämpfte. Die Idee bestand weiterhin darin, einen eigenen Staat zu gründen, in der Hoffnung, dass sich die Rote Armee und die Nazi-Armee gegenseitig so schwächte, dass ein Raum entstehen würde, um einen eigenen ukrainischen Staat zu gründen. Das Dramatische an diesem Partisanenkampf war, dass er auch gegen die Zivilbevölkerung geführt wurde. Juden und Russen wurden ermordet im Rahmen von Massakern. Und es gab allerdings auch nicht mehr viele Juden, weil sie sozusagen im Kontext des Holocaust oder der Shoah schon teilweise deportiert waren. Aber vor allen Dingen wurden sehr, sehr viele Polen, und zwar Zehntausende Zivilisten, polnische Zivilistinnen und Zivilisten, wurden Opfer der Aktivitäten der UPA, wurden ermordet. Und das ist heute in Polen auch bekannt. Also in Polen
wissen alle Schulkinder, die, sagen wir mal, dem Geschichtsunterricht folgen, dass es diese grauenhaften Morde an der ukrainischen Zivilbevölkerung gab. Das sogenannte Volinien-Massaker gehört zu den Marksteinen der ukrainischen Geschichte. Nach dem Krieg kämpften diese Gruppen weiter. Sie kämpften gegen das Wojsko Polska, die Armee Volkspolens und gegen die Rote Armee und wurden erst im Zuge der 50er Jahre besiegt. In Polen führte diese Auseinandersetzung dafür, dass die dort verbliebene ukrainische Bevölkerung, soweit sie nicht im Rahmen des Bevölkerungsaustausches in die Sowjetunion transportiert wurde, dass diese Bevölkerung aus den grenznahen Gebieten umgesiedelt wurde. Viele Ukrainer in Polen leben deswegen heute in früheren Schlesien und Pommern, also in den westlichen Gebieten, aufgrund dieser Umsiedlung. Ich sollte das vielleicht noch übersetzen, ne? Einen kleinen Moment. Weil Heil Hitler können alle lesen, aber hier steht noch, und das schließt sozusagen die Zusammenhänge, Ruhm für Petlura, Ruhm für Bandera, es lebe unsere eigene autonome Nation. Man hat dann auch mehrfach versucht, während des Zweiten Weltkrieges auch diese unabhängige Ukraine auszurufen. Es lebe unser Führer Bandera. Es muss noch ergänzt werden, um das wenigstens einen Teil des Geschichtsbildes abzubilden, dass Bandera während des Zweiten Weltkrieges im KZ saß. Jetzt bin ich gerade selber unsicher, in Sachsenhausen. Sachsenhausen in einer sogenannten Luxusbaracke quasi als Geisel der deutschen Truppen. So, das ist sozusagen jetzt die Aktualisierung. Das sind Fußballfans der westukrainischen Mannschaft. Die haben hier ein Banner, auf dem steht, Bandera ist unser Held. Das finden natürlich verschiedene Leute, nicht nur russischsprachige, in anderen Teilen der Ukraine empfinden das nicht als ihre Geschichte. Für sie sind die Helden zum Beispiel die Kämpfer der ukrainischen Front, die Veteranen, die sowjetischen Partisanen. Es sind also sozusagen zwei konkurrierende Erzählungen. Beide sind natürlich, ich kommentiere das jetzt mal nicht weiter, sondern würde das jetzt erstmal so stehen lassen. Vorhin schon angeklungen ist eine andere Geschichte, die trotzdem sozusagen ein Hintergrund der Debatte um die Ukraine bildet. Nicht umsonst wiederholt die Regierung der Russischen Föderation immer wieder oder verweist auf antisemitische Positionen in der Ukraine. Das ist ein Denkmal in Kiew, eins der Erinnerungsstellen in Babi Yar, wo innerhalb von 3 Tagen praktisch die gesamte jüdische Bevölkerung von Kiew ermordet wurde. Ein Teil der Bevölkerung mit jüdischem Hintergrund, die verschiedene Sprachen sprach, konnte die Ukraine verlassen, gemeinsam mit den Flüchtenden oder auch mit im Rahmen von Evakuierung. Aber viele blieben da und die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung der Ukraine ist sozusagen eine, unbeschreiblicher Aspekt der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Daran waren auch verschiedenste Hilfstruppen beteiligt, also verschiedene nationalistische Hilfstruppen. So. Ein anderer Mythos, der im Raum steht, den will ich hier so auf diese Weise verdeutlichen. Für einen Teil der westukrainischen Bevölkerung, für die ukrainischen Nationalisten, ist die Sowjetunion das Kolonialreich, das große Imperium, gegen das sie gekämpft haben. Also sozusagen der Gegner, der große Endgegner. Für andere Menschen in der Ukraine ist es natürlich ein Bezugspunkt. Man könnte auch sagen, es gibt ja auch diese nicht ganz unberechtigte nostalgische Verknüpfung mit der alten sowjetischen Epoche, wo zumindest gewisse soziale Standards gewahrt waren und auch der äußere Frieden. Das ist in der heutigen Zeit natürlich eine besonders aktuelle Perspektive. Aus Sicht der russischen Bevölkerung stellt sich diese Perspektive oder diese Gruppe von Erzählungen über die Sowjetunion noch ein bisschen anders dar. Putin wird ja gerne in unseren Medien zitiert mit dem Zitat, der Zerfall der Sowjetunion war sozusagen das größte Drama des 20. Jahrhunderts für das russische Volk. Und das wird sicherlich auch von verschiedenen Abstufungen von Teilen der Bevölkerung Russlands so geteilt, insbesondere heute mit der aus russischer Sicht Rückgewinnung der Krim, erfüllt sich insofern eine gewisse Erwartung, eine Hoffnung auf eine Wiedererstarken Russlands und auch auf ein Wiederentstehen der alten Sowjetunion, die ja ein mächtiger Global Player, eine Weltmacht gewesen ist und so eine Art Ausgangspunkt oder positiven Bezugspunkt neben anderen
in der Geschichtsideologie der russischen Eliten bildet. So, ich muss auf einen anderen Aspekt hinweisen. Dieses Bild ist von einem tatarischen Maler und zeigt die Deportation der Krim-Tataren. 1942 haben die deutschen Truppen, und rumänische waren auch dabei, ist aber nicht so wichtig, haben die Krim besetzt, auf der damals mehrere hunderttausend Krim-Tataren lebten, die aber nicht die Bevölkerungsmehrheit bildeten, wie auch immer. 1944 wurde die Krim zurückerobert unter schweren Kämpfen. Danach stellten Vertreter des russischen Geheimdienstes NKWD die These auf, dass die Krim-Tataren in besonderer Weise mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Das heißt, dass sie sozusagen als Volk verantwortlich sind für eine Kollaboration, was dazu führte, dass die komplette Krim-Bevölkerung ausgesiedelt wurde nach Zentralasien oder überwiegend nach Zentralasien. Auch die Krim-Republik wurde in diesem Zusammenhang es war eine autonome Republik, dann aufgelöst. Also am Ende der Gorbatschow-Zeit kehrte der größte Teil der Krim-Tataren aus Zentralasien auf das Gebiet der Krim zurück. Es gab nachvollziehbarerweise dort dann viele Konflikte, auch mit sie sprechen auch viele Russisch eigentlich von den Krim-Tataren, aber mit Bevölkerung anderer Herkunft, Konflikte um Eigentum, um Sprache, um Autonomie. Ich habe dieses Bild auch deswegen dargestellt, weil es für die krim-tatarischen Bevölkerungsteil der Krim nach zumindest Einschätzung vieler Menschen oder vieler Analytiker ein Problem ist, dass die Krim nun zu Russland gekommen ist. Unabhängig davon, dass Putin oder die Putin-Regierung zahlreiche Angebote zur Förderung der krim-tatarischen Kultur unterbreitet hat. Für die Krim-Tataren ist das natürlich eine Erinnerung oder löst das auch Erinnerung an diese traumatische Erfahrung aus, die ja mit der Sowjetunion ohne Zweifel verknüpft ist. Wenn es um die Auseinandersetzung in der Krim geht, dann spielt auch dies hier eine Rolle. Und hier können wir tatsächlich von Hunderttausenden oder vielleicht sogar Millionen Toten sprechen. Das ist Golodomor, auf Ukrainisch und Russisch dürfte es so heißen. Holodomor könnte der polnische Begriff sein und ist bei uns aus irgendeinem Grund übersetzt. Es kann aber auch mit der Aussprache des ersten Lautes im Ukrainischen zusammenhängen. Infolge der Kollektivierung, die mit sehr rabiaten Maßnahmen verbunden war, kam es zu Beginn der 30er Jahre zu einer außerordentlichen Hungersnot im Süden und sehr, sehr, sehr viele Menschen starben. Im Süden der Sowjetunion, nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Wolga-Gebiet, zum Beispiel in der damaligen russlanddeutschen Autonomen Republik. Alle Gebiete waren betroffen. Um die Interpretation dieses Ereignisses streiten sich die Historikerinnen und Historiker, also weltweit. Aus der Sicht eines Teils davon war das eine genozidale, also eine Völkermordhandlung an der ukrainischen Bevölkerung. Führen andere Gründe dafür an. Naheliegend ist natürlich, dass die Intention der Sowjetbehörden nicht unbedingt die Vernichtung von Ukrainern war, sondern die Vernichtung der Kulaken als Klasse. Das war ja bekannterweise eine der Motivationen von Stalin. Das heißt, die relativ wohlhabenden Bauern der Südukraine waren natürlich daran beteiligt. Man muss es vielleicht auch erklären, die Leute konnten ihre Region nicht verlassen und sind deswegen auch verhungert, weil sie sozusagen bei Fluchtbewegungen teilweise unmöglich gemacht wurden. Natürlich geht dieser Konflikt auch um dieses historische Erbe, insbesondere zwischen Russland und der Ukraine. Weil wir von der Krim gesprochen haben, noch ein weiterer Punkt, der Gegenstand dessen ist, wem die Krim legitimerweise gehört. Das ist natürlich keine richtige Briefmarke, es handelt sich um ein Kunstwerk. Das Kunstwerk heißt Mikita Khrushchev, den damaligen ersten Sekretär des ZK der KPDSU. 1954 schenkte er, so hört man es heute sehr oft in Russland, schenkte er die Krim den Ukrainern, auch weil er vorher selber ukrainischer Parteichef gewesen ist. Es gibt dann sehr viele Begründungszusammenhänge. Man könnte diese Geschichte trotzdem auch etwas anders erzählen und damit auch die ganze Sache versachlichen. Die Krim litt in den 50er Jahren natürlich zunächst an einer Unterbevölkerung. Alle Versorgungsleitungen in die Krim, die Stromversorgungsleitung, die Wasserversorgung, kamen aus dem ukrainischen Gebiet. Und das ist auch heute übrigens noch der Fall. Deswegen können die ukrainischen Behörden oder haben zumindest in der aktuellen Vergangenheit versucht, die Wasserversorgung der Krim
zu unterbrechen oder einzuschränken. Es gibt einen Kanal von Dnieper, der zur Krim führt. In jedem Fall rein staatsrechtlich, unter den damals bestehenden Bedingungen, ist die Übergabe der Krim schwierig anzufechten. Vielleicht könnte man sagen, es gab keine Volksabstimmung. Es gab sozusagen keinen demokratischen Prozess im Sinne einer liberalen Demokratie. Andererseits für die Bevölkerung damals dürfte es auch nur bedingt von Relevanz gewesen sein, denn man blieb ja im Rahmen der großen Sowjetunion. Aber alle, der russische oberste Sowjet, der ukrainische oberste Sowjet und der oberste Sowjet der Sowjetunion fassen entsprechende Beschlüsse. Natürlich ist nicht zu verleugnen, dass Chruschtschow mit Sicherheit einer derjenigen war, die diese Idee entwickelt hat. Denn das ist natürlich trotzdem eine gravierende administrative Verschiebung. So, dies fand auch im Zusammenhang mit der Pereslavskaja Rada statt, über die es auch sehr verschiedene Narrative, auch sozusagen unter Historikern, aber auch unter der Bevölkerung gibt. Für die alte russische, vorsowjetische und für die sowjetische Geschichtsschreibung zur Zeit Stalins und nach Stalins, zwischendurch gab es auch eine andere sowjetische Wahrnehmung dieser Geschichte, war das eine Wiedervereinigung der ostslawischen Völker, die Kosaken, die in der heutigen südlichen Zentralukraine lebten, schlossen sich als kleine Rus, schlossen sich mit der großen Rus, mit dem Moskauer Staat zusammen. Manche interpretieren das, manche Historiker auch als Bündnis, was eingegangen wurde, um gegen Polen und Krimtataren zu kämpfen. Natürlich, es war auch sozusagen ein Beschluss, es gab dort bestimmte Formen von demokratischer Abstimmung, der von einem gewissen Gewicht war, auch wenn es dann immer wieder Verschiebungen, die Kettmanns der Kosaken wechselten auch die Seiten, kämpften dann auch mal auf der Seite Polens oder verbündeten sich auch sogar mit den Krimtataren. Trotzdem sozusagen in der Erzählung, die wir heute in Russland haben, ist das der sozusagen ein Kulminationspunkt, ein Ausgangspunkt dafür, dass man sagen kann, die drei ostslawischen Völker gehören zusammen. Wir sind ja eigentlich ein Land und müssen auch in einem Staat leben oder zumindest sehr nah verbündet sein. Also Bratja Slavjani als verbrüderte Slawen. Diese Geschichte kann eben aber auch in ihrer Bedeutung unterschiedlich bewertet werden. Ich hatte schon gesprochen von, dass es als temporäres Bündnis gedacht werden kann. Es gab ja auch sehr verschiedene Strategien und man muss auch sagen, dass große Teile dieser ukrainischen Kosaken heute auch gar nicht mehr in der Ukraine leben, sondern zu Zeiten Katharinas II. In das Donnergebiet umgesiedelt wurden und in die Kubanen. So. Dort übrigens lange Zeit ukrainisch gesprochen haben oder vielleicht auch heute noch sprechen. Und wo es in den 20er Jahren gab es dort auch viele ukrainische Schulen. Ja, ich dringe sozusagen weiter in die Gegenwart vor und sozusagen zugespitzt wollte ich dieses Foto vorstellen. Es ist natürlich verräterisch, weil es ein Schild zeigt. Nämlich auf dem Schild steht 1488 und alle, die sich noch ein bisschen auskennen, wissen, das sind die Kämpfer des rechten Sektors. Und hier rechts haben wir also eine Polizei, die in dem Moment den später gestürzten Präsidenten Janukowitsch verteidigt. Ich habe dieses Bild aber auch deshalb ausgewählt, weil es etwas ganz anderes erzählen könnte. Es könnte auch hier ein Verwaltungsgebäude im Donetsker Gebiet sein und das könnten Demonstranten sein, sogenannte Separatisten, Föderalisten, Anti-Maidan-Demonstranten. Ich habe es also deshalb ausgewählt, um die Schwierigkeit der Interpretation der Bilder, die eigentlich ähnliche Dinge zeigen, darzustellen und deswegen auch über das Problem der medialen Wahrnehmung. Mal sind die Polizisten die Guten und verteidigen die Staatsordnung, mal sind die Bösen, verteidigen ein korruptes System. Ähnliche Bewertungsmuster betreffen dann die Gegner, an denen hier zum Beispiel ja wirklich man nicht unbedingt irgendwas Gutes über die erzählen könnte, weil es einfach Neonationalsozialisten sind. Ein weiterer Punkt, dieses Bild habe ich ausgewählt, um auch über die Massaker zu sprechen, die die Konflikte weiter angeheizt haben. Eigentlich, das ist sozusagen Gedenken an die Opfer des Maidan, aber in ähnlicher Weise könnte es auch etwas zu tun haben, dann wären vielleicht einige Farben anders, aber ich sehe hier gar keine ukrainischen Farben. Es könnte auch ein Gedenken an die Opfer von Odessa sein, also des Massakers im Gewerkschaftsgebäude von Odessa. Die Schwierigkeit in beiden Fällen ist, vor 2 Wochen gab es auch eine Demo
in Kiew, die die Aufklärung dieser beiden Ereignisse forderte, dass wir heute sehr schwer sagen können, was eigentlich passiert ist. Es gibt in Bezug auf Odessa sehr aussagekräftige Fotos, die aber sehr schwer einzuordnen sind. Also unter anderem zum Beispiel von einer erdrosselten, schwangeren Frau, die angeblich im Vorfeld des eigentlichen Anzündens oder zu Beginn des Anzündens des Gebäudes umgebracht wurde. Offiziell sind 40 Leute umgekommen, aber es wird auch von 200 Leuten gesprochen. Es wird sicherlich eine Weile dauern und auch entscheidend sein für die weitere Entwicklung der Ukraine, wenn es sich aufklärt, was hinter diesen Ereignissen gesteckt hat. Also wer auf dem Maidan geschossen hat, das kann man im Moment sozusagen objektiv als offene Frage charakterisieren. Aber mir scheinen auch, obwohl es in ganz Europa Proteste gegeben hat, auch die Ereignisse von Odessa durchaus schwierig zu sein, um sozusagen hier eine eindeutige Deutung zumindest im Augenblick wiederzugeben. So, diesen Punkt könnte jetzt an dieser anstrengenden Stelle anhalten, aber es besteht noch die Möglichkeit, und da schaue ich mal kurz ins Publikum, auf diesen Punkt hier einzugehen. Soll ich? Dann werde ich es tun und versuche es aber etwas kürzer zu machen, weil es schon ein großer Umfang an Informationen ist. Dieses Bild habe ich ausgewählt, um deutlich zu machen, die Differenzierung, die verschiedene Ausprägung der politischen Systeme in Russland und der Ukraine deutlich zu machen. Beides sind ja postsowjetische Staaten und beide fingen auch ähnlich an. Es gab, sagen wir mal, ähnliche Prozesse der Vergesellschaftung des Eigentums, die aber dann ganz schnell in eine Akkumulation dieses Eigentums in den Händen ganz weniger, der sogenannten Oligarchen, geführt haben. Zum Ende der 90er Jahre entstand in Russland eine neue Situation mit der Machtübernahme Putins. Ja, man kann es so beschreiben, kam eine neue Führungselite an die Macht, die gewisse Anarchie, trotz demokratischer Verhältnisse, die anarchische Herrschaft der Oligarchen deckelte und kontrollierte. Das hat in den letzten 10 Jahren zu sehr unterschiedlichen Entwicklungen in Russland und der Ukraine geführt und natürlich auch zu unterschiedlichen politischen Konzepten. Ich beschreibe die russische politische Struktur als bürokratischen Kapitalismus. Es ist nicht so, dass Oligarchen dort keine Rolle spielten, aber ein sich auf Machtstrukturen stützender Präsident und sein Umfeld prägen auch jenseits von unmittelbaren ökonomischen Interessen die Politik des Landes. Das wird ja, glaube ich, auch sehr deutlich, weil es ja bei der Krim in geringstem Maße um ökonomische Gesichtspunkte geht, die sozusagen diese Ereignisse hervorgebracht haben. In der Ukraine setzte sich die Oligarchenherrschaft fort, mit der Besonderheit, dass dauerhaft in den gesamten, eigentlich schon seit den 90er Jahren, verschiedene oligarchische Gruppen um die Macht drangen. Dabei möchte ich jetzt gar nicht das Blau oder Orange, das sind ja die Farben bestimmter Konflikte in der Ukraine, klassifizieren. Es gab auch andere Akteure, die mit anderen Zielen bei diesen Auseinandersetzungen eine Rolle spielten, also lokale Akteure, ich spreche nicht jetzt von externen Einflüssen. Dennoch nutzten natürlich auch bestimmte Oligarchengruppen diese politischen Auseinandersetzungen, die es in der Ukraine war, um jeweils ihre konkrete Macht zu verstärken. Zum Schluss Janukowitsch, der etwas einfach gesagt als Mann von Asarow gilt, also als Mann des mächtigen Oligarchen des Ostens oder des reichsten Mannes der Ukraine, der heute aber auf der Seite der Kiewer Regierung oder zumindest als Verbündeter der Kiewer Regierung dasteht. Das wollte ich darstellen. Und damit auch eines der schmerzvollen Probleme der Ukraine deutlich machen. Ein höheres Maß an der Korruption, zum Beispiel als in Russland, ein geringeres Maß von sozialer Entwicklung, weil Russland hat jetzt vor der Krise, vielleicht nicht 10, aber ein knappes Jahrzehnt, sehr dynamischen Wirtschaftswachstums hinter sich. Es ist regelrecht eine Mittelschicht entstanden. Das waren für viele Menschen, gerade in den Großstädten, sicherlich sehr positive Entwicklungen. Was nicht bedeutet, dass es nicht eine Armutsschicht gibt, auch die bei unter Migranten ist. Aber auf jeden Fall ist das natürlich auch eine der Quellen der Legitimation und der Macht von Putin. In der Ukraine stehen dagegen gravierende soziale Probleme auf der Tagesordnung. Und natürlich ist die Ukraine pleite, quasi runtergewirtschaftet. Wie diese Situation jetzt jetzt angegangen werden soll, ist sehr komplex. Wir können ja versuchen, nochmal darüber zu diskutieren. Ja, diese drei Herren würde ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so tiefgreifend aufnehmen. Der rechte
Ternibok, der ist der Führer der Svoboda-Partei. Ich denke fast, dass ich über die Svoboda-Partei nicht unbedingt sehr viel sagen muss. Vermutlich sind wir da konsensuell. Klitschko, der jetzt übrigens Bürgermeister in Kiew ist und versucht, den Maidan langsam zuzumachen, der immer noch, also zumindest vor 2 Wochen noch stand, der ist ja vom Maidan regelrecht vertrieben worden. Also der rechte Sektor stürmte die Bühne, als er ihren neuen Aussöhnungsplan da vorstellten. Da sollte Janukowitsch noch ein Jahr an der Macht bleiben. Dem hat sich Klitschko dort auch nicht mehr gezeigt. Aber man kann auch nicht sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich völlig mit dem Maidan identifiziert. Wenn man so zum Beispiel Posts anguckt, gibt es da sehr kontroverse Debatten. Auf der anderen Seite, das will ich hier doch nochmal erzählen, verschiedene Akteure des Maidan haben starke antioligarchische Forderungen gestellt. Und ebenso tun das übrigens auch Vertreter zum Beispiel der Donetsker Volksrepublik. Es gibt also ganz merkwürdige Parallelitäten auch zwischen diesen Gegnern, die im Bürgerkrieg hier stattfinden. So, dies ist ein Bus, ein Trolleybus, ein Oberleitungsbus in Murmansk, auf dem steht Murmansk und Sevastopol, Heldenstädte, Bruderstädte, wir lassen unsere Leute nicht zurück. Ich habe das bewusst ausgewählt, um vielleicht auch eine Stimmung in der Bevölkerung Russlands wiederzugeben. Es geht also nicht nur aus der Perspektive einer jetzt im Moment augenblick großen Mehrheit der russischen Bevölkerung, geht es jetzt nicht um Besetzung, Eroberung dergleichen, sondern dass man die eigenen Leute zurückholt. Ja? Also dass man eine Verbindung herstellt, die sozusagen als natürlich, als selbstverständlich empfunden wird. Natürlich gibt es ich war gerade in Russland, eine unglaubliche Euphorie oder patriotische Euphorie in Russland. Ich will aber auch auf diese Entwicklung hinweisen. Das ist eine Demonstration in Moskau mit 10.000, vielleicht 15.000 Teilnehmern. Sehr klein in den ersten Tagen der Aktivitäten der russischen Armee auf der Krim. Hier steht, für Russland und die Ukraine ohne Putin. Also ein Teil der Putin-kritischen Opposition, man muss explizit sagen, ein Teil, stellt sich gegen die Aktivitäten der russischen Regierung. Es gibt zum Beispiel auch im Facebook eine Gruppe, die heißt für eine souveräne Ukraine ohne Einmischung von außen. Das richtet sich sozusagen gegen verschiedene Einmischungen. Ich will das nicht verschweigen, weil mir persönlich, auch als mit Russland verbundener Mensch, natürlich auch wichtig ist, eine differenzierte Perspektive auf Russland. Eine ausgesprochene Minderheitenposition, aber die natürlich von einem sehr aktiven Teil der Bevölkerung, nämlich von Teilen der Zivilgesellschaft, vertreten wird. Gegen diese mobilisiert sich natürlich wiederum der patriotische Block. Wir haben hier also dieses weiße Fähnchen, es wird manchmal hier falsch verstanden, aber das ist das Zeichen der Proteste gegen die Wahlfälschung auf dem Balotnerplatz und so weiter. Ist also ein Zeichen der Anti-Putin-Opposition. Wir sehen hier also Aliens. Hier ist der Koffer mit dem Geld, das bringen die Aliens und bringen das den Vertretern der anti-putinschen oder der Putin-kritischen Opposition. Unter anderem ist hier Nawalny und Ponomarev drauf. Nawalny ist der inzwischen eingeknastete Putin-kritische Bürgermeisterkandidat in Moskau, der, jetzt muss ich, das weiß vielleicht jemand mehr, glaube ich so 20% in Moskau bekommen hat. Also für Moskauer Verhältnisse auch ein ziemlicher Erfolg. Das hängt gegenüber auf dem Sadowaja Kolzow, auf dem Gartenring, gegenüber dem Radio Echo Moskwy, also einen der wenigen Medien, die nicht explizit sich an dem Putin-Kurs beteiligen und auch die patriotische oder distanziert zur patriotischen Welle stehen. So, über Szenarien werde ich jetzt aber trotzdem nicht reden, weil die Dinge ändern sich die ganze Zeit. Ich würde jetzt an dieser Stelle einen Punkt machen. Mein persönliches Anliegen ist, das hatte ich am Anfang schon gesagt, eine differenzierte Perspektive. Aus meiner Sicht gibt es in den verschiedenen Konflikten keine guten, sondern die Leute folgen verschiedenen ideologischen Ansichten, von denen ich auf beiden Seiten sehr vieles nicht teile. Ich verstehe aber zum Beispiel die anti-oligarchische Orientierung verschiedener Akteure, Akteurinnen und Akteure, verschiedener Bewegungen in der Ukraine. Und gerade unter der Besonderheit der ukrainischen Verhältnisse ist die Forderung nach der Lustration, nach einer kompletten Ersetzung der, ja, wie kann man es, ich kann es nicht anders formulieren, der zu Recht als durch und durch korrupt empfundenen politischen Klasse scheint mir ebenso wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es zu einer Beilegung des Konfliktes, auch zum Wandel in der Ukraine kommt, die sozialen, ökonomischen Probleme, die Probleme der politischen Verfasstheit der Ukraine immer noch nicht auf der Tagesordnung stehen.
Aber danach sehen sich die Leute, deren soziale Situation in bestimmten Regionen und auch in der Gesamtukraine sich zunehmend verschlechtert. Also mein dramatisch, es gibt ja Flüchtlingsströme und in den letzten Wochen sind unglaublich viele Zivilisten gestorben. Viele von den Militanten auf allen Seiten, irreguläre. Es gibt auf beiden Seiten irreguläre Einheiten mit fragwürdiger Finanzierung. Die haben sich natürlich bewusst für diesen Kampf entschieden, weswegen ist ihr Opfer natürlich nicht minder beklagenswert. Aber die Zivilisten, die Leute, die einfach da wohnen, das sind natürlich die Hauptopfer des Konfliktes und werden meines Erachtens seit einigen Wochen viel weniger in unseren Medien beleuchtet, als es davor war. Das finde ich auch typisch und dramatisch und möchte das jetzt hier auch ganz deutlich ankreiden und kritisieren. Soweit erstmal, danke.